Servus und hallo. So, es gibt mal wieder Neues von mir. Heute ein Clip zum Thema Refeed, Kohlenhydrat Refeed. Heute kann ich mich entweder sehr beliebt machen oder sehr unbeliebt machen, je nachdem, was ich jetzt sagen werde. Da natürlich das Thema Refeed, Cheating und all diese Ausuferungen aus der üblichen Ernährungsweise natürlich in Fitnesskreisen, Bodybuilderkreisen höchst beliebt sind. So auch Maßnahmen wie das heutige Beispiel. Ich befinde mich gerade in der Recherche eines größeren Beitrags, der das ISSN-Protokoll 2018 vorstellen wird, die Highlights daraus. Und es haben sich da auch zwei Studien drin befunden, die vorgestellt wurden, die zusammengehörig waren und die sich mit dem Einfluss von einem strikt verlaufenden Diätmodell über 7 Wochen befasst haben. Also heißt im Klartext, man hat zwei Gruppen aufgestellt. Es waren alles aktiv trainierende Menschen. Es wurde im Rahmen von einer jeweils 7-wöchigen Testphase auch 4-mal die Woche Krafttraining gemacht. Also absolut repräsentative Probandengruppe. Es wurde ein Kaloriendefizit von 25% des Istbedarfs, wie gesagt, über jeweils 7 Wochen Testdauer eingestellt. Die Gruppe 1 hatte diese 25% Kalorienreduktion jeden Tag auf dieselbe Art und Weise, also eine strikte Kalorienreduktion. Die Gruppe 2 hat mit einem 5-2-Schema gearbeitet. Heißt im Klartext, an 2 Tagen der Woche wurden die Kalorien in Form von Kohlenhydratkalorien stärker erhöht. Also man hat einen sogenannten Kohlenhydrat-Refeed gemacht, um an den 5 verbleibenden Tagen dann mit stärkerer Kalorienrestriktion dann zu arbeiten und damit halt einfach wieder die Kalorienbilanz der Woche auszugleichen. Der Hintergrund dieser ganzen Geschichte hängt mit mehreren Faktoren zusammen. Zum einen ist natürlich bekannt, dass Kalorienrestriktion, Kohlenhydratrestriktion in Zusammenhang steht mit einer Reduzierung des Ruheumsatzes, des Grundumsatzes. Also sprich mit den Kalorien, die wir ohne etwas dafür zu tun über 24 Stunden einfach so verbrennen. Je niedriger dieser Ruheumsatz ausfällt, desto schlechter ist das natürlich für unsere Diätbemühungen, weil wir letztlich ja, wie gesagt, für diesen Umsatz eigentlich nichts machen müssen. Die zweite Geschichte, mit der man auch dieses Thema ein bisschen in Verbindung bringt, weil man es auch mit Stoffwechselhormonen wie dem Schilddrüsenhormonspiegel wiederum in Verbindung bringt, ist der Leptinspiegel. Leptin ist das stärkste Sättigungshormon unseres Körpers. Ausgehend von den Fettzellen, von den Fettspeichern, sendet das an unsere Schaltzentrale starke Sättigungssignale. Heißt im Prinzip, je mehr Fettdepots wir haben, desto stärker signalisiert eigentlich dieses Leptin an unsere Schaltzentrale: Sättigung, hör auf zu essen, es ist genug da, wir sind fett genug, wir haben genug Energie im Speicher, hör auf. In schlimmen Fällen kommt es bei Übergewicht, Adipositas, zu einer sogenannten Leptinresistenz. Da sendet zwar das Fettgewebe diese Signale aus, die kommen aber hier oben nicht an, weil hier schon eine gewisse Resistenz herrscht. Das ist bei unseren Probanden hier aber nicht der Fall. Das waren junge, normalgewichtige, sportlich aktive Menschen. Und man hat ganz einfach untersucht, wie sich der Leptinspiegel verhält. Man muss davon ausgehen, dass sich natürlich im Rahmen einer Kalorienrestriktion, Kohlenhydratbeschränkung, auch der Leptinspiegel absenkt, und genau das ist letztlich auch in dieser Studie passiert. Und nun wollte man einfach auch da wissen, wie schlägt sich das mitunter auf den Gewichtsverlust nieder. So, die ernüchternden Ergebnisse nach einer 7-wöchigen Kalorienrestriktion mit 4-mal Krafttraining pro Woche und einem Kaloriendefizit von 25% der isokalorischen Versorgung lautet, dass ein 5-2-Modell mit 2 Kohlenhydrat-Refeed-Tagen keinen signifikanten Unterschied gemacht hat. Es kam in beiden Gruppen zu einem Abfall des Leptinspiegels, es kam in beiden Gruppen zu einer Gewichtsreduzierung, es kam in beiden Gruppen zu einer Senkung des Ruheumsatzes, Grundumsatzes.
Ich habe das hier irgendwo stehen. Der Grundumsatz hat sich im Bereich von 40 Kalorien und einmal im Bereich von 78 Kalorien pro Tag reduziert. Also das ist jetzt beides nicht die Welt. Aber ja, es sind Tageskalorien und wenn ich 80 mal 7 hochrechne, dann bin ich schon in einem Bereich, wo es dann schon anfängt, vielleicht ein kleines bisschen weh zu tun. Insofern konnte man also leider Gottes von einem Kohlenhydrat-Refeed-Modell keinen relevanten Vorteil für eine Reduktionsphase feststellen. Das Einzige, was man festgestellt hat, war im sogenannten Post-Hoc-Test, das ist ein Signifikanztest, da nimmt man von den Mittelwerten, versucht man noch einmal etwas abzuleiten und da hat man leichte Vorteile für die Ruheumsatzveränderung in dieser 5-2-Gruppe festgestellt. Unterm Strich hatte das wirklich absolut keine Relevanz. Also, leider das Fazit dieses Clips, ein Kohlenhydrat-Refeed-Modell macht zumindest im Rahmen von einer kalorischen Reduzierung von 25% über 7 Wochen in Verbindung mit Krafttraining bei nicht übergewichtigen aktiven Sportlern noch keinen Unterschied. Betonung würde ich jetzt einfach mal sagen, auf noch, da meine persönliche Vermutung ist, dass jetzt im Rahmen beispielsweise einer üblichen Wettkampfvorbereitung im Bodybuilding, die ja 16 bis 20 Wochen geht und wo man auch stärker in die Kalorienreduzierung reingeht, also über 25% Defizit und wo man auch die Körperfettreserven richtig runterfährt, kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass man da eine gewisse Signifikanz nachweisen könnte. Für diejenigen, die aber ganz einfach jetzt eine handelsübliche Fit für den Sommer Diät machen und da tatsächlich Kalorien in diesem Bereich mal für 2 Monate reduzieren, die müssen nicht mit irgendwelchen Kohlenhydrat-Refeed-Modellen arbeiten, die werden davon keinen großen Vorteil sich erhoffen dürfen. Es ist wie so oft, dass die stete Kalorienreduzierung, wie auch bei vielen, vielen anderen Intermittent Fasting Beispielen, die es gibt, da wird jetzt nach und nach immer belegt, dass das eigentlich auf den Diäterfolg keinen wirklichen Vorteil verspricht, sondern dass diese Kalorienrestriktion, die jeden Tag gleich ausfällt, einfach durchläuft und unterm Strich diese Effekte rauskommen, wie wenn man das mit irgendeinem Fastenmodell 16 zu 8 ADF oder sonst was irgendwie betreibt. Ja, also das wird alles etwas heißer gekocht, als es letztlich ist. Unterm Strich also leider Gottes schlechte Nachrichten für alle Freunde des Kohlenhydrat Refeeds. Also wenn die Probanden nicht besser abschneiden, okay, aber sie haben zumindest auch nicht schlechter abgeschnitten, dann könnte man auf der anderen Seite jetzt sagen, ja gut, dann kann ich es ja doch machen, weil dann habe ich zumindest denselben Effekt und ich kann doch Kohlenhydrate essen. Ja, also das ist natürlich okay, das kann man natürlich machen, aber was man nicht machen sollte, ist generell zu sagen, Kohlenhydrat-Refeeds 2-mal die Woche, die machen den Diäterfolg besser, machen die Diät leichter, weil ich mehr Leptin produziere, weil ich weniger Ruheumsatzverringerung habe oder weil ich mehr Gewicht dadurch verliere. Das ist alles nicht der Fall und das ist eigentlich die Message des heutigen Clips. Was ihr daraus macht und welche Infos ihr da rauszieht, ist natürlich ganz euch überlassen. Ich würde mich dafür interessieren. Ja, also was macht ihr jetzt aus diesen Infos aus aktuellsten Studien? Teilt mir das gerne mal mit und vielleicht kommt ja auch noch eine kleine Diskussion zustande. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.